Die Todesstrafe ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie gehört geächtet. Sie gehört abgeschafft. Weltweit. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Wir widmen heute am Internationalen Tag gegen die Todesstrafe dem Thema Hinrichtung durch den Staat einen ganzen Abend mit Lesung und Diskussionen. Man kann es kaum glauben, aber auch im Jahr 2020 gibt es noch immer 55 Staaten auf der Welt, in denen die Todesstrafe Bestandteil des Strafrechts ist und regelmäßig angewendet wird. Was die verschiedenen Staaten jeweils für todeswürdige Verbrechen halten, ist sehr unterschiedlich und reicht von Mord über Drogenbesitz und Korruption, Homosexualität und Ehebruch, Gotteslästerung und die Abkehr vom Glauben und natürlich kritische politische Ansichten. Allein China hält 60 Straftaten für todeswürdige Verbrechen und in Saudi-Arabien kann man auch für Hexerei zum Tode verurteilt werden. 2019 haben laut Amnesty International 20 Staaten mindestens 657 Menschen hingerichtet und 56 Staaten mindestens 2307 Menschen zum Tode verurteilt. Das sind nur die Fälle, die ganz sicher dokumentiert werden können, denn man muss davon ausgehen, dass allein in China jährlich tausende Menschen exekutiert werden, ohne dass die Welt jemals davon etwas erfährt. Und China ist mit Sicherheit das Land mit den meisten Hinrichtungen weltweit. Die nächsten Plätze belegten im Jahr 2019 übrigens der Iran, Saudi-Arabien, Irak und Ägypten in dieser Reihenfolge. Und auf Platz 6 folgen auch schon die USA. Ja, die Zahlen sind ernüchternd. Wahr ist aber auch, dass heute in 106 Staaten auf der Welt die Todesstrafe vollständig abgeschafft ist. Ein langsamer, aber stetiger Trend, von dem Amnesty International sagt, dass er wohl unumkehrbar ist. Ob es tatsächlich Grund zum Optimismus gibt, werden wir mit unserem heutigen Gast besprechen, dem Publizisten und Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung Helmut Ortner, der Geschichte der Todesstrafe ein ganzes Buch gewidmet hat, das übrigens auch in China, in Japan und in der Türkei publiziert wurde gerade. Wir hören daraus jetzt eine kurze Lesung und werden anschließend gemeinsam mit dem Philosophen Michael Schmidt-Salomon und der iranischen Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi diskutieren. Herzlich willkommen, Helmut Ortner. Ja, hallo. Ja, ich möchte lesen aus dem Prolog. Mein Buch beschreibt in 5 Kapiteln die Rituale, die Instrumente, die Vollstrecker, die Vermarkter, die Verkünder, verschiedene Aspekte der Todesstrafe, die immer ja auch ein Ausdruck der Gesellschaftsordnung und ihrer Weltbilder ist. Vom römischen Carnifex bis hin zur Todesspritze in den US-Gefängnissen. Die Geschichte der Todesstrafe ist immer auch eine Reformgeschichte. Eine paradoxe Reformgeschichte, eine ambivalente, immer auch eine grausame Reformgeschichte. Staatliches Töten ist Vernichten, Auslöschen des Lebens, Beseitigung der Existenz und das alles im Namen des Staates. Darum geht es in meinem Buch und ich möchte aus dem Prolog lesen. Im Mai 2019 feierte Deutschland sich selbst. Das Grundgesetz wurde 70 und tatsächlich dürften die Deutschen diesen Geburtstag mit Freuden feiern. Grundrechte wie Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren, auch Religionsfreiheit, all diese und andere Grundrechte sind alles andere als selbstverständlich. Die Deutschen können sich glücklich schätzen und sollten die Grundrechte schützen. Auch Artikel 102
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Als das Hinrichten in Deutschland abgeschafft wurde, da dachten die allermeisten Deutschen noch anders. Laut einer 1949 von der Stuttgarter Zeitung veröffentlichten Umfrage des Allenbach-Instituts befürworteten damals 74% der westdeutschen Bevölkerung noch die Todesstrafe. Viele fanden die Todesstrafe per se nicht schlecht, meinten aber, die Nazis hätten es damit in den zurückliegenden Jahren doch arg übertrieben. Ein irritierendes Ergebnis. Nur wenige Jahre, nachdem das sogenannte tausendjährige Reich unter Schutt, Schuld und Scham ein Ende gefunden hatte. Hatten die Nazis nicht genug barbarische Urteile gesprochen, immer öfter und immer schneller gegen Kriegsende, auch für immer geringere Vergehen, hingerichtet wurde per Handbeil, Guillotine, Strang, mehr als 16.000 Hinrichtungen insgesamt, ausgeführt von einem Dutzend ehrgeiziger Nazi-Henker, die gut dotiert ihr blutiges Handwerk bis zum bitteren Ende so allein ausführten, so allein in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee, beinahe 3.000 Exekutionen zwischen 1933 und 1945. Der Nazi-Staat mordete nicht nur an der Front. Der Volksgerichtshof und Sondergerichte fällten Todesurteile, Scharfrichter und ihre Helfer vollstreckten bis zum bitteren Ende. Doch auch nach der Stunde Null wurde in Deutschland noch hingerichtet. Allein zwischen Kriegsende und der Gründung der Bundesrepublik wurden weit über 1.000 Todesurteile verhängt. Davon 128 in Gerichtssälen der Westzone, wovon 24 dieser Urteile auch vollstreckt wurden. Die übrigen Todesurteile wurden von alliierten Gerichten gegen Kriegs- und NS-Verbrecher verhängt. So in den Dachauer Prozessen, die zwischen 1945 und 1948 im Internierungslager Dachau stattfinden, wo bis Ende 1945 das KZ Dachau sich noch befand. 1.672 Personen wurden aufgrund des Verfahrensgegenstands Konzentrationslagerverbrechen angeklagt. 268 der insgesamt 426 verhängten Todesurteile wurden im bayerischen Gefängnis Landsberg durch Hängen vollstreckt. Im September 1948 kamen im Bonner Museum König die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats zusammen, um mit der Arbeit am Grundgesetz zu beginnen, unserem heutigen Grundgesetz. Die Abschaffung der Todesstrafe wollten sie als sichtbares Zeichen im Sinne einer wiedergefundenen Humanität verstanden wissen. Freilich nicht alle, vor allem konservativ-nationale Politiker, waren damit nicht einverstanden. Das genaue Ergebnis ist nicht protokolliert. Historiker rekonstruierten aber eine deutliche Mehrheit von 47 zu 15 Stimmen. Damit war die Todesstrafe abgeschafft. Das stand damals europaweit nur in den Verfassungen von San Marino und Island. Einmal noch wurde vollstreckt, am Morgen des 18. Februar 1949. Der Raubmörder Richard Schuh war vom Landgericht Tübingen zum Tode verurteilt worden. Und in der DDR, wo die Todesstrafe bis 1981 per Guillotine oder Nahschuss, den sogenannten Nahschuss, 164 Mal vollstreckt worden war, wurde sie 1987 endgültig abgeschafft. Der letzte Todeskandidat in der DDR, Werner Teske, war wegen schwerwiegenden Landesverrats am 26. Juni 1981 in Leipzig hingerichtet worden. Ob Ost oder West, Deutschland, einig Vaterland, die Todesstrafe ist abgeschafft. Heute kann ein Staat nur dann Mitglied der EU sein, wenn er dem staatlichen Hinrichten abgeschworen hat. Eine übergroße Mehrheit der Deutschen lehnt, anders als noch 1949, heute die Todesstrafe ab. Ein Grundgesetz ohne den Artikel 102 ist undenkbar geworden. Berlin im April dieses Jahres, 2020. Jahr für Jahr
gibt es eine sehr traurige Pressekonferenz in der deutschen Hauptstadt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International legt ihren Bericht über Todesurteile und Hinrichtungen vor. Eine irritierende Bilanz der Inhumanität, ein Dokument des Schreckens. Immerhin, der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 beginnt diesmal mit einem Hoffnungsschimmer. Die Zahl der offiziell vollstreckten Todesstrafen ist im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich deutlich zurückgegangen. Von mindestens 690 Hinrichtungen im Jahr 2018 sank die Zahl auf 657. Doch beim Weiterlesen trübt sich der helle Schein der Statistik sogleich wieder. Auch wenn es weniger registrierte Hinrichtungen gab, das wahre Ausmaß der weltweiten Anwendung bleibt unbekannt. Es ist davon auszugehen, dass die mit Abstand meisten Hinrichtungen in China stattfanden. Zahlen gibt es keine, da diese Informationen als Staatsgeheimnis behandelt werden. China, Saudi-Arabien, Irak, Ägypten, wir haben die Zahlen eben gehört. Zusammenfassend bilanziert der Bericht, am Ende des Jahres 2019 hatten 106, die Mehrheit der Staaten weltweit, die Todesstrafe im Gesetz für alle Verbrechen abgeschafft und 142, mehr als zwei Drittel aller Staaten weltweit, sie per Gesetz oder in der Praxis nicht mehr vollstreckt. Eine erfreuliche Tatsache. Darf man sich Hoffnung machen? Unter den vielen Argumenten, die von Befürwortern der Todesstrafe vorgebracht werden, stehen Abschreckung und Schutz der Gesellschaft an oberster Stelle. Doch sind diese Gründe immer wieder angezweifelt worden. Das tatsächlich zentrale Motiv ist die Vergeltung, die Ansicht, Zitat, dass nur der Tod die Sühne für gewisse Verbrechen sein kann, das Gefühl, dass mildernde Strafen unzureichend sind, die Überzeugung, dass wer schwerste Verbrechen begeht, dafür die äußerste Strafe erleiden muss, den Tod, wie Richard Evans konstatiert. In der Volkskultur oder in Volkes Meinung ist diese Einstellung zu allen Zeiten die beherrschende. Vom römischen Karnifex bis zur Giftspritze in amerikanischen Todeszellen, Aberglaube, Gottesfurcht, Staatsmacht, Technikglaube, Humanitätsgedanke, die Geschichte der Todesstrafe ist immer, ich habe es am Anfang genannt, eine Reformgeschichte. Einst eine öffentlich-sakrale Inszenierung, eine Versöhnung zwischen den Sterbenden und seiner Seele und Gott, ist es heute ein kollektives Vergeltungs- und auch Selbstreinigungsritual, das sich allenfalls über die Medien mitteilt. Keine Frage, die Technologie des 21. Jahrhunderts hat das Töten effizienter und auch hygienischer gemacht. Meist ein nüchterner Raum, darin ein schlichter OP-Tisch. So sieht die Hinrichtungskammer von heute in amerikanischen Hinrichtungsgefängnissen aus. Die Hände derjenigen, die den Schalter umlegen, damit das tödliche Gift in die Venen fließt, bleibt sauber. Die biblische Losung Auge um Auge, Zahn um Zahn wird in die Tat umgesetzt. Nicht wie in primitiven Stammeskulturen schmerzvoll, stinkend und laut, sondern durch eine Distanztechnologie anonym, steril, lautlos. Das Problem scheint nicht mehr die Todesstrafe an sich zu sein, sondern sie möglichst human zu gestalten. So die US-Autorin Barbara Rose. In den USA ist die Todesstrafe, so zynisch das klingen mag, Teil des politischen Arsenals, mit dem die Glaubenskriege ausgetragen werden. Das Recht des Staates, ein schweres Verbrechen mit der Hinrichtung des Täters zu sühnen, hier scheidet sich das Liberale vom konservativen Amerika. Mehr als 2500 Menschen warten in den Todeszellen der US-Bundesstaaten auf ihre Hinrichtung. In den nationalen Todestrakten zusätzlich 61 Verurteilte. Präsident Obama hatte den Vollzug der Todesstrafe auf Bundesebene 2014 bereits ausgesetzt. Bereits zuvor waren Hinrichtungen durch die Bundesregierung selten gewesen. Seit der Wiedereinführung der nationalen Todesstrafe 1988 wurden 3 zum Tode verurteilt hingerichtet. Obamas Moratorium ging zurück auf mehrere
missglückte Hinrichtung, bei denen die Verurteilten erst nach qualvollem Todeskampf starben. Der Justizminister Holder, der damalige Justizminister Holder, forderte deshalb auf, die Strafvollzugsbehörden sollten Exekutionen nicht länger mit einer Mischung aus drei verschiedenen Giftstoffen durchführen, sondern mit einer Injektion des Präparats Pentobarbital durchführen. Dies sei mit der US-Verfassung vereinbar. Von den massiven Problemen bei Hinrichtung mit Giftstoffen wird auch in diesem Buch die Rede sein. Über die Methoden und Präparate, die einen humanen, angeführt, einen humanen Tod des Verurteilten herbeiführen, wird also diskutiert, gestritten. Nicht nur in den USA, aber dort besonders. So hat der Generalstaatsanwalt in Oklahoma gerade angekündigt, künftig Hinrichtungen mit Stickstoffgas durchführen zu wollen. Auch die US-Bundesstaaten Louisiana und Alabama denken über derartige Hinrichtungsmethoden nach. Die Exekution durch Gas ist eine barbarische Praxis. Es gibt keinen Grund zu glauben, diese sei sicherer und humaner als andere Verfahren, kritisieren die Menschenrechtler. Im Juli 2019 brachte der derzeitige Justizminister Barr die Wiederaufnahme auf die politische Agenda. Die Absicht steht im Widerspruch zu den Entwicklungen in den Bundesstaaten. Beispiel Colorado. Als im 22. Bundesstaat schafft es die Todesstrafe für Straftaten ab, die ab dem 1. Juli 2020 zur Todesstrafe geführt hatten. Mittlerweile haben 50 US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. Die Zahl der Hinrichtungen in den USA ist von 98 im Jahr 1999 auf 22 im Jahr 2019 gesunken. Eine erfreuliche Entwicklung, doch trotz Rückgang noch immer ist die Hälfte der Amerikaner im Gegensatz zu Umfragen hierzulande für die Vollstreckung der Todesstrafe. Das wissen auch Politiker, die gewählt werden. Und das weiß zum Beispiel auch Donald Trump, einer der glühendsten Anhänger der Todesstrafe. Von archaischen Todesstrafen bis hin zur Giftspritze. Die Bilanz ist ambivalent und es stellt sich die Frage, ist eine Enthauptung in Saudi-Arabien barbarisch, eine Exekution mit einer Giftspritze aber human, modern, weil sie sauberer ist, ein wegweisender Fortschritt als Akt einer Humanität? Die Notwendigkeit der Todesstrafe wird von vielen US-Bürgern kaum angezweifelt, doch rechtsstaatlich modern soll sie vollstreckt werden. Mit den grausamen Hinrichtungsritualen der Vergangenheit freilich sollen sie nichts mehr gemein haben. Aber mit der Abschaffung der Todesstrafe tun sich die Bundesstaaten in den USA immer noch schwer. Im zurückliegenden und auch im jetzigen US-Wahlkampf trat nicht nur der Republikaner Trump für die Beibehaltung der Todesstrafe ein. Immerhin, deren Gegner dürften es begrüßen, dass die USA erstmals seit 2006 nicht mehr zu den Staaten mit den meisten Exekutionen zählen. Wir haben es gehört, sie sind mittlerweile, wenn man es so nennen kann, auf Platz 6. Das ist allerdings nicht unbedingt Ausdruck eines kollektiven Sinnenwandels. In manchen Staaten wurden Hinrichtungen mit Klagen gestoppt, die sich auf die Vorschriften für Exekutionen bezogen. Und manche Bundesstaaten haben schlicht Probleme, Medikamente für die Hinrichtungen zu beschaffen. Tatsache ist, ein Pharmaunternehmen nach den anderen, vor allem auch die europäischen, hat in den vergangenen Jahren die Lieferung von tödlichen Wirkstoffen gestoppt. Die Europäische Union hat den Export sogar verboten. Europa ist auf der Karte der Todesstrafenstaaten ein nahezu und man sagen, Gott sei Dank in diesem Zusammenhang ein weißer Fleck. Auch hier gab es eine jahrhundertelange Tradition staatliches Töten. Das gehört der Vergangenheit an. Um Versuche, die Todesstrafe jeweils zeitgemäß, modern, human zur Durchführung zu bringen, darum geht es in diesem Buch. Wenn dabei immer wieder auf das amerikanische Rechtssystem und seinen Justizgegenstand Bezug genommen wird, dann, weil die USA die einzige westliche Demokratie ist,
die bis heute in einigen ihrer Bundesstaaten an der Todesstrafe festhält. Mit der kleinen Einschränkung, man kann auch Japan als Demokratie, das ist das zweite Land, wo noch Hinrichtungen stattfinden. Präsident Trump hat sich wiederholt als Verfechter der Todesstrafe nicht nur geoutet, er ist Befürworter für die Wiedervereinigung der Todesstrafe auf Bundesebene. Gerade in diesem Jahr fanden 3 Hinrichtungen in den USA statt, allesamt Urteile von Bundesgerichten. Dass die Todesstrafe nun auf Bundesebene wieder vollzogen wird, steht im Weg der gut-böse-Denklogik der Trump-Präsidentschaft. Die Wiederaufnahme von Hinrichtungen, auch für Verurteilte in den Bundesgefängnissen, stellt die USA auf eine Ebene mit China, dem Iran und Regime ähnlicher Qualität, auch für den Preis, dass ihre rechtsstaatliche Glaubwürdigkeit schweren Schaden nimmt. Nicht nur hier wird sichtbar, Hinrichtungen sind nicht allein ein Instrument des Strafrechts, sondern immer auch Ausdruck der Gesellschaftsordnung, ihrer politischen, religiösen und juristischen Weltbilder oder deutlicher des stillschweigenden Einverständnisses der Mehrheit der Bürger mit dem System staatlichen Tötens. Darum geht es in diesem Buch. Aufklären will dieses Buch, das ist das Mindeste. Ja, vielen Dank schon mal an Helmut Ordner. Du hast hier ein sehr bedrückendes Thema gesucht. Warum schreibt man so ein Buch? Das hat auch mit meiner Biografie zu tun. Ich bin seit über 2 Jahrzehnten Mitglied bei Amnesty International und habe mich insofern immer für Menschenrechte gegen Todesstrafe engagiert. Und als Autor war es naheliegend, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Und natürlich, ich habe es gerade genannt, es ist ein aufklärerischer Impetus, ja. Trägt mich dabei. Mich freut es, dass, du hast es am Anfang angesprochen, das Buch in einigen Übersetzungen vorliegt, ja. Vor allen Dingen 2 Ländern. In den einen, in Japan, wo die Todesstrafe noch vollstreckt wird. Mhm. Ich habe dazu im Vorjahr einige Diskussionen und Debatten auch dort auf einer Lesetour geführt. Auch anstrengend, auch sehr, sehr kontroverse. Und jetzt ist eine Übersetzung, eine überarbeitete Übersetzung erschienen in der Türkei, wo gerade auch über die Wiedereinführung der Todesstrafe im Erdogan-Regime, so möchte ich es hier mal nennen, diskutiert wird. Im November finden dazu auch im dortigen Parlament Debatten statt. Ja. Und ich glaube, dass diese Bücher gerade in diesen beiden Ländern, von Japan weiß ich das, zu kontroversen Diskussionen führen. Und was kann einem Buch Besseres passieren, als dass darüber diskutiert und gestritten wird? Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kommen wir noch mal auf Details, auch auf, über diese Japan-Reise. Ich würde jetzt gerne die Diskussionsrunde eröffnen und dazu den Philosophen, Vorstandssprecher und Mitgründer der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, dazuschalten. Herzlich willkommen, Michael. Wir hören dich nicht. Oh. Jetzt hören wir dich. Wunderbar. Ja. Also nochmal hallo aus Fulda im Moment, nicht zu Hause, sondern auf einer Sitzung des Koordinationsrates säkularer Organisationen. Und bisher haben wir das Thema Todesstrafe nicht gehabt, aber das ist ja auch tatsächlich in Deutschland glücklicherweise kein Problem mehr. Ja, Michael, ich weiß, dass du das Buch gelesen hast und auch was dazu sagen willst. Ich würde gerne mit einer Frage an dich starten. Im Buch ist zitiert der Rechtswissenschaftler Paul Bockelmann, der sagt, der wichtigste rationale Grund gegen die Todesstrafe sei, dass es keine rationalen Gründe für sie gäbe. Also es gibt keine relevante statistische Abnahme von Verbrechen, wie wir gehört haben. Es ist die Abschreckung, die die Befürworter immer ins Feld führen, gibt es quasi nicht. Trotz dieser Erkenntnis gibt es die Todesstrafe. Was sagt das über die Staaten aus, die sie anwenden? Das sagt etwas aus über den Grad ihrer Rationalität. Zum Teil. Ich denke, wir werden gleich noch auf einzelne Aspekte eingehen. Natürlich ist das ein Zeichen dafür, dass hier letztlich der Gedanke der Rache
im Hintergrund steht. Und bei einigen anderen Staaten, wo es nicht die Rache ist, ist es einfach das kollektivistische Denken, das noch so stark ausgeprägt ist, dass man sich mit diesen Fakten einfach nicht auseinandersetzen will. Und in den USA kann man es zum Beispiel ganz deutlich zeigen, dass viele Menschen, die für die Todesstrafe eintreten, sich gar nicht darum scheren, ob die Todesstrafe dazu führen könnte, ob tatsächlich schwerwiegende Verbrechen weniger werden. Hier geht es tatsächlich um diesen blinden Instinkt der Rache. Das sind Menschen, die nicht begriffen haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen gerecht und gerecht. Ja, und darauf müssen wir natürlich hinweisen, wenn der Staat für ein so extremes Mittel keine guten Begründungen vorweisen kann, dann ist es zwingend, dass dieses Instrument nicht angewandt wird. Und wir können nur hoffen, dass das, was in Europa passiert ist, tatsächlich dann auch irgendwann in den USA passiert. Ich hoffe ganz besonders auf Japan, aber auch darüber sollten wir vielleicht gleich mal sprechen. Das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen, dass ausgerechnet Japan zu den Nationen noch gehört, die dieses barbarische Relikt der Todesstrafe anwenden. Ich würde aber gerne zunächst über die Geschichte sprechen, bevor wir zur Aktualität kommen. Dazu zunächst einmal, lieber Helmut, herzlichen Dank dafür, dass du an diesem Tag, dem Internationalen Tag gegen die Todesstrafe, mit uns über dieses wichtige Thema diskutierst. Ich habe das Buch natürlich mit großem Interesse gelesen und mit großer Zustimmung. Und ich fand besonders beeindruckend an diesem Buch die Nüchternheit deiner Darstellung, durch die dieser reale Schrecken des staatlichen Tötens meines Erachtens umso besser zur Geltung kommt. Du hältst dich mit eigenen Kommentaren sehr zurück, beschreibst sachlich das, was hier passiert, die Instrumente, die beteiligten Personen, die Hintergründe. Und genau das erzeugt beim Leser, zumindest bei mir, ein ganz besonderes Gefühl der Beklemmung. Und diesen Effekt, den erreichst du ja auch dadurch, dass du die direkt Beteiligten an diesem Tötungsakt auch zu Wort kommen lässt, selbst zu Wort kommen lässt. Und zwar nicht nur die Opfer, sondern tatsächlich die Täter, die Henker. Und da gibt es einen Bericht, der mich wirklich auch ganz, den ich besonders bemerkenswert finde, nämlich den Bericht des obersten Scharfrichters der Französischen Revolution, der in den Hochzeiten gewissermaßen im Minutentakt die Guillotine bedienen musste. Da ja wahrscheinlich nicht jeder Zuschauer dein Buch gelesen hat, fände ich es schön, wenn du kurz darauf eingehen könntest. Ja. Also zunächst mal, natürlich war die Französische Revolution auch eine blutige Revolution und eine Form der Demokratisierung bestand darin, dass unter dem Schafott, unter der Guillotine alle gleich waren. In diesen Wahn wurde im Minutentakt hingerichtet. Es gab große Henkerdynastien, die dieses Handwerk beherrschten, die Sansons beispielsweise. Und ich schildere darin wirklich diesen Blutrausch, der damals übrigens öffentlich stattfand, große Begeisterung, man stritt sich um die Plätze, heute würde man neudeutsch sagen, ein Event-Charakter, der natürlich immer auch eine sozialpsychologische Funktion hatte. Am Ende der Revolution, als gewisserweise alles in einem Blutrausch endete, hat es weder was mit Recht noch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun gehabt, ebenso wenig auch wie heute. Aber du hast darauf hingewiesen, ein Buch wie dieses schildert, ist eine Bestandsaufnahme der Barbarei, historisch wie aktuell. Und dann macht man, ich lasse historische Personen zu Wort kommen, aber aktuelle, Komplizen, Henker, Täter vom Schreibtisch bis zum Schafott, um das Bild abzurunden. Und nicht nur was die Französische Revolution angeht oder die Nazi-Henker, es ist immer die Frage, wie bringt man eigentlich die Rationalität des Staats, ich will jetzt nicht sagen die Barbarei des Staats, das würde für Diktaturen zutreffen und für
aber die Rationalität des Staats mit dem rachemotivierten Vergeltungs- und Vernichtungsbedürfnis des einzelnen Bürgers. Wie bringt man das zusammen? Wie ergänzt sich das? Und wir, ist die Justiz, sind diese Hinrichter, Henker, die Sachverwalter der Rache? Wir haben einen Rechtsstaat, der genau das verhindert. Das ist gut so. Das heißt, meine Rachebedürfnisse, Vergeltungsbedürfnisse werden gefiltert, werden neutralisiert, weil unsere Justiz, ohne dass sie Todesstrafe ausspricht, an dessen Stelle tritt. Das ist der Charakter des Rechtsstaats und noch in einem geordneten Verfahren. Überall, wo wir keine Rechtsstrukturen haben, in Diktaturen, aber auch in Ländern, die auf dem Weg sind in eine Diktatur, etwa in der Türkei oder in Belarus bei Lukaschenko, gelten diese Kriterien nicht. Darauf müssen wir schauen. Und natürlich schauen wir auf Länder, die uns historisch, aktuell, technologisch und auch demokratisch nahe sind. USA, und du hast es angesprochen, Japan, kommen wir nachher noch drauf. Aber in den Ländern, wir werden gleich auf Iran höchstens zu sprechen kommen, da ist die Barbarei, da ist das Ausschalten der Opposition, der Gegner mit Todesstrafen, mit Hinrichtung gewisserweise Programm, Standard. Wir müssen unsere Rechtsbegriffe da völlig heraushalten. Das ist eine andere Rechtsprechung, die mit unserem Bild von Rechtsstaatlichkeit wenig zu tun haben. Man könnte salopp sagen, die sind im Mittelalter stehen geblieben, aber dann machen wir es uns zu einfach. Ich würde da gerne anschließen. Du hast ja einen sehr detaillierten Bericht von jemandem, der im algerischen Krieg hingerichtet hat und wirklich viele Menschen hingerichtet hat, der den Job quasi von seinem Vater übernommen hat, und zwar sehr freiwillig. Und es gibt einen Bericht von einem, ich glaube, in einem texanischen Gefängnis, jemand, der diese Todesstrafe vollstreckt, auch dort eben auf eine ganz andere Weise. Aber was sind das, also welcher Typus Mensch macht so einen Job? Was ist das, so die Banalität des Bösen? Ich würde sagen, die Banalität des Normalen, ja, ist es eher. Und historisch waren die Henker geachtete und geächtete gleichermaßen. Sie haben andere Funktionen auch gehabt. Heute ist es ähnlich. Heute ist es technisch alles protokolliert. Mhm. Da wird ein Hebel umgeschaltet in amerikanischen Hinrichtungsgefängnissen und dann läuft die Substanz in den Körper hinein und die Leute sterben. Aber es gibt auch barbarische Hinrichtungen in dieser Welt, heute und jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Das heißt, die Vielzahl, die Vielfalt der Barbarei, von fast anachronistischen, barbarischen Hinrichtungsmethoden bis hin zu sehr technischen, das versuche ich in diesem Buch darzustellen. Ja. Und auch diese Ambivalenz von Reform. Natürlich steht am Ende immer der Tod, das Auslöschen, die Barbarei. Und dennoch ist zwischen Vierteilung und Kreuzigen und der Giftspritze gibt es Unterschiede. Und die versuche ich zu beschreiben. Ja. Also wenn man von China... Ja, Michael? Ich würde noch zwei geschichtliche Fragen stellen, bevor ich dann gerne zur aktuellen Situation kommen würde. Wenn das okay ist für gerne, euch. Gerne, ja, natürlich. Also in deinem Buch gibt es ja viele auch überraschende geschichtliche Details, Sachen, die ich nicht wusste oder schon wieder vergessen habe, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die erste funktionstüchtige Guillotine gar nicht von Herrn Guillotine konstruiert wurde, sondern von einem Klavierbauer aus Deutschland. Was mich aber wirklich auch sehr überrascht hat, ist, dass die sogenannte Henkersmahlzeit eine so lange geschichtliche Tradition hat. Warum ist ein solches letztes Friedensangebot an den Verurteilten denn so wichtig? Und ist das tatsächlich in allen Kulturen zu finden oder ist es ein Spezifikum jetzt der westlichen Kultur, dieses letzte Friedensangebot zu machen? Ja, also dieses letzte Friedensangebot ist beinahe in allen Kulturen und Hinrichtungsritualen ersichtbar, historisch wie aktuell. Das letzte Friedensangebot, ich sage es mal salopp, wir wollen ihn nochmal als Mensch, als Teil der Gemeinschaft, ehe wir ihn da ausradieren, wahrnehmen. Er hat noch Wünsche frei, bis hin zu so Absurditäten, die ja bis heute Gültigkeit haben, dass der Hinzurichtende am Vorabend nochmal ärztlich untersucht wird. Und wenn er nur eine leichte Grippe hat oder einen Schnupfen, wird diese Hinrichtung verschoben. Also dieses Paradoxe, man möchte ihn möglichst
gut, gesund und mit seinen letzten Wünschen, auch was lukullische Wünsche angeht, ich schildere ja solche Protokolle, das ist bis heute, wobei es einige Bundesstaaten gibt, wo man, jetzt wird es ganz absurd, er kann alles haben, nur keine Zigarette. Es herrscht auch dann Rauchverbot. Also es gibt also wirklich fast absurde Konstruktionen, die ich auch versuche zu beschreiben. Aber in der Tat ist es eine letzte Versöhnung mit den Delinquenten, mit denen, der jetzt aus der Gesellschaft für immer ausgeschlossen wird. Dann noch eine letzte Frage, die ich natürlich stellen muss als Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Wir sind ja benannt nach einem Mann, der im Jahr 1600 selbst auf besonders schreckliche Weise hingerichtet wurde, nämlich auf dem Scheiterhaufen. Und von Giordano-Bruno ist uns ja ein berühmter Ausspruch überliefert. Mit größerer Furcht verkündet ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme. Du hast dich jetzt dazu ja nicht in deinem Buch geäußert, aber es würde mich wirklich interessieren. Sind dir andere Todeskandidaten bekannt, die auf ähnliche Weise auf ihre Verurteilung reagiert haben? Ja. Oder bildet Giordano Bruno hier irgendeine ungewöhnliche Ausnahme? Nein, gar keine. Es gibt sogar Bücher, die nur die letzten Worte auflisten. Und das reicht von lakonischer Häme gegenüber denen, der jetzt sein Handwerk tut und ihn aus dem Leben befördert, bis hin zu letzten Botschaften, gut gemeinten Botschaften. Und das ist auch heute noch bei den Giftspritzen in den USA. Fast alle haben noch was zu sagen. Auch da noch mal ein letztes Angebot an die Opfer, an die Opferfamilie, bis hin, in der Regel sind es ja keine politische, man kann sagen, je politischer die Justiz ist und das Urteil politisch grundiert ist, umso markanter, umso kämpferischer, umso lakonischer, ironischer sind die letzten Worte. Ich denke, das wird uns gleich Mina auch noch bestätigen. Bevor wir sie reinholen, würde ich gerne noch zwei Sachen mit dir diskutieren. Das eine haben wir schon angesprochen. Wir finden auf dieser Liste der Staaten, die die Todesstrafe weiterhin durchführen, eben die üblichen Verdächtigen. Klar, Saudi-Arabien, Iran, Irak, China, Nordkorea und die USA, aber eben auch Japan. Wir haben es schon gehört, dein Buch ist ins Japanische übersetzt worden und du hast ja auch da einige Veranstaltungen gemacht. Kannst du erklären, warum das moderne Japan immer noch an diesem barbarischen Relikt der Vergangenheit festhält? Ich versuche es zu erklären. Wir haben ein Bild von Japan, das eigentlich auch ein idealisiertes Bild ist. Japan ist viel widersprüchlicher, vielleicht sogar widersprüchlicher als Europa. Vor allen Dingen, was ideologisch, philosophisch, politisch angeht. Japan ist gleichzeitig ein sehr industriell technisiertes, ein Hightech-Land und die Hinrichtungen finden am Strang statt. Also eine besonders barbarische, archaische Strafe. Dieses Verständnis, die Forderung, wenn man in Japan eine Umfrage macht, ist die Mehrheit für die Vollstreckung der Todesstrafe. Nach wie vor. Es fanden auch dieses Jahr schon, glaube ich, 3 Hinrichtungen statt. Das japanische Recht und Urteilsfindung hat sehr viel mit den Begriffen Scham und Schuld zu tun. Sehr verwurzelt, das kriegt man in allen Diskussionen. Man schämt sich, dass, selbst wenn einer in der Familie eine Straftat begangen hat, geht es nicht so sehr wie bei uns um Resozialisierung, sondern es geht darum, wie kann man als Gemeinwesen, als Kollektiv, als Familie mit dieser Scham, die man sofort als Schuld begreift, umgehen. Und diese Einstellung, die ist sehr eingefressen in die japanische, in den japanischen Schuldbegriff. Und das Verwirken seiner Existenz ist nur die Ultima Ratio dieses Denkens. Das kann man sehr, sehr gut verfolgen, wenn man sich ein bisschen mit dem japanischen Recht auseinandersetzt. Überwiegend ist die japanische hochtechnisierte Gesellschaft sowieso sehr konservativ grundiert. Salopp könnte man sagen, denen fehlt sowohl die Aufklärung als auch die 68er Revolte. Es ist vor allen Dingen im Justizwesen, sind die auf einem Niveau, wie wir hier in den 60er Jahren sind. Die für Reformen sorgen könnten, nämlich die in der Justiz arbeiten, Staatsanwälte, Richter, Bewährungshelfer, aber auch natürlich die Politik selbst,
ist sehr, sehr zurückhaltend. Niemand braucht in Japan, ähnlich wie in den USA, sich für ein politisches Amt bewerben, wenn er gleichzeitig verkündet, die Todesstrafe abschaffen zu wollen. Das ist sozusagen ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verfassung. Hat eine lange Historie, und wenn man Japan in seinen Rollen als in den Kriegen, Koreakrieg, aber im Weltkrieg, hat sich ja auch besonders barbarisch gegenüber in den Kriegen verhalten, wobei das immer jetzt sehr relativ zu sehen in Anwendung zu in Kriegskonstellationen. Kurzum, Japan ist auf den Weg der Abschaffung der Todesstrafe weit entfernt und gleichzusetzen, so eine Industrienation, durchaus mit demokratischer Prägung, das passt nicht zusammen. Doch, wenn man eingreift in die Rechtsprechung und das Rechtsempfinden, in die Rechtskultur, kann man das ableiten, so sehr ich natürlich dort vehement gegen die Todesstrafe argumentiert habe. Ich würde gerne hier mal ganz kurz anmerken, sowohl der Europarat als auch die EU haben erklärt, die Todesstrafe hat keinen legitimen Platz im Justizsystem moderner, zivilisierter Gesellschaften. Und mich würde interessieren, also verlieren wir jetzt als Gesellschaft nicht dramatisch an Glaubwürdigkeit und tragen auch dazu bei, dass diese Idee der universellen Menschenrechte einfach an Kraft verliert, wenn wir zum Beispiel den Iran für seine Menschenrechtssituation kritisieren, aber die USA und Japan eben, also im Prinzip konsequent nicht kritisieren. Da kommt ja gleich, kriegen wir ja authentisch Bericht aus dem Iran. Nur ein Wort noch dazu. Realpolitik und Weltpolitik, das wissen wir doch. Wenn wir über die Menschenrechte sprechen, wir bauen die besten, größten, modernsten Flughäfen in Saudi-Arabien. Die hat eine Strafjustiz, die ist archaisch, die ist mittelalterlich. Wir werden hier kaum Kritik wahrnehmen. Von keiner der politischen Parteien ist da wahrnehmbar, wirklich Kritik feststellbar. Wir sind, selbst bei Belarus, da ist die Todesstrafe noch, selbst da sind wir zurückhaltend. Iran, auch Saudi-Arabien besonders. Über USA, wir reden über alles in den USA, nur nicht über die Todesstrafe. Und dass Menschenrechtsorganisationen das auf die Agenda bringen, das ist nachvollziehbar. Aus der politischen Klasse, aus der Parteien, auch aus dem grünen Firmament hört man gar nichts dazu. Weil jetzt so oft Iran gefallen ist, ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle gerne die Runde erweitern um die iranische Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi. Für alle, die sie noch nicht kennen, Mina Ahadi ist 1965 im Iran geboren und war aktiv in der linken Opposition gegen das Schah-Regime und später auch gegen Ayatollah Khomeini. Ihr Mann wurde wegen dieser Aktivitäten hingerichtet. Mina Ahadi konnte fliehen und ist in Abwesenheit dann zum Tode verurteilt worden. Sie lebt inzwischen schon lange in Deutschland und ist hier auch weiterhin politisch sehr aktiv. Sie ist Vorsitzende im Zentralrat der Ex-Muslime und hat das Internationale Komitee gegen die Steinigung und das Internationale Komitee gegen die Todesstrafe gegründet und mit beiden Organisationen bereits vielen Menschen helfen können. Sie schafft natürlich auch immer wieder Öffentlichkeit für dieses Thema, was wichtig ist, und steht aber auch mit dieser Arbeit immer wieder selbst unter Polizeischutz. Vielleicht kann sie darüber ein bisschen erzählen, auch über ihre Arbeit. Herzlich willkommen, Mina Ahadi. Danke. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich denke, wir reden über ein sehr ernstes Problem. Und soweit meine Lebensgeschichte betrifft, ich war 23 Jahre alt, mein Mann wurde hingerichtet und ich habe blutige Kleidung von meinem Mann zu Hause bekommen. Und wir haben auch, also islamische Regime behauptet, er war zum Beispiel Kafir und gegen Gott, und wir mussten auch Geld bezahlen und auch Kuchen backen von dieser Tatsache. Ich habe auch selbst ein Jahr in Teheran gelebt mit Todesstrafe. Also ich habe immer wieder nachgedacht, heute Abend schlafe ich irgendwo anonym, und wenn die dort sind, dann morgen werde ich hingerichtet. Und ich denke, man muss das genau gucken, man muss genau sehen, was bedeutet Todesstrafe. Also das ist nicht so, man wird krank und stirbt, sondern du weißt, morgen um 12 Uhr werden dich umbringen. Und ich habe mit diesen Gedanken ein Jahr gelebt, und am Endeffekt habe ich gedacht, ich muss mich umbringen. Ja. Wirklich habe ich
entschieden so etwas machen. Das heißt, wir reden über sehr, sehr wichtige Probleme und soweit Iran betrifft, wir haben sehr viele liebe Menschen verloren. Das ist eine politische Sache im Iran und sehr viele Atheisten, Homosexuellen, Kinder. Und ich sage nur kurz einen Punkt auch. Ich rede oft also über Menschenrechtsverletzungen, Todesstrafe oder Steinigung im Iran. Und ich sage immer wieder, ich bin keine normale Menschenrechtlerin, sondern Sie können in meine Ohren die Stimme von Frauen hören, die gesteinigt worden sind und haben mit mir gesprochen. Kinder, die im Gefängnis waren und mit mir gesprochen haben, Tante Mina, kannst du uns helfen, weil morgen oder übermorgen werde ich 18 Jahre alt. Und im Iran, wenn Kinder zum Beispiel 18 Jahre werden, werden wir schon hingerichtet. Und ich denke, also ich rede mit Blut und mit meinem Herz gegen Todesstrafe und ich finde heute, also Tag gegen Todesstrafe ist sehr, sehr wichtig und ich habe auch jetzt sehr viel gelernt. Ich denke, dieses Buch auch ist sehr wichtig und hoffentlich wir können auch auf Persisch übersetzen. 2019, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, war der Iran auf Platz 2 der Länder mit den meisten Hinrichtungen. Also es sind mindestens 251 Menschen dort offiziell hingerichtet worden, vielleicht auch mehr. Und jetzt eigentlich vor einem Monat erst im September gab es weltweit natürlich Schlagzeilen, als der 27-jährige Ringer Navid Afkari hingerichtet worden ist. Hast du irgendwie Hoffnung, dass der Iran irgendwann die Todesstrafe abschaffen wird? Ich denke, wenn man über Iran redet, man muss auch über eine große Bewegung reden, die gegen Todesstrafe ist. Das ist sehr wichtig. Du hast vorher gesagt, wieso zum Beispiel gegen Todesstrafe in Saudi-Arabien oder USA gibt es wenig Bewegungen. Ich denke, auch deswegen es gibt sehr viel Rede über Iran, weil die Organisationen, so wie unsere Organisation oder andere Organisationen, wir arbeiten immer. Man kann überhaupt nicht vorstellen, zum Beispiel, ich bin immer auf die Straße mit mehreren Leuten, pro Woche einmal, wir gehen auf die Straße gegen Todesstrafe im Iran, in Köln. Und meine Kinder, als klein waren, sie haben gedacht, dumm oder diese Straße heißt Demonstration, weil immer wieder mit meinen Kindern, mit Kinderwagen war ich auf die Straße und Demonstration organisiert gegen Todesstrafe. Das heißt, nicht nur ich, sondern im Iran, es gibt eine große Bewegung. Ich möchte auch hier ein bisschen Werbung machen, wie ich gearbeitet habe. Vielleicht, das ist interessant für euch. Also ich habe angefangen, gegen Todesstrafe im Iran irgendetwas machen. Dann habe ich gedacht, wir müssen ein Gesicht geben an diese Menschen. Man kann nichts erklären, tausend wurden schon hingerichtet. Man muss schon genau sagen, Nazanin Fatehi wird hingerichtet. Sie ist 17 Jahre alt, sie schaut so aus. Und sie denkt über Musik so, also sie liebt dieses Buch oder so etwas. Wenn ich diese Arbeit angefangen habe, wirklich im Iran war eine Revolution im Kampf gegen Todesstrafe. Ich habe versucht, mit Menschen im Gefängnis Kontakt zu nehmen, telefonisch. Dann habe ich, also am Ende per Skype habe ich mit Menschen gesprochen, habe ich einen Videoclip. Ein junger Mensch sitzt im Gefängnis und per Skype redet mit mir auf Kurdisch und sagt, Daya heißt Mutter, hilf mich. Und habe ich das jetzt auch, kann man online stellen. Und er sagt, er war politisch aktiv und die Leute haben nie gedacht, man kann im Gefängnis sitzen und mit jemand in USA oder in Köln also reden. Alle diese Arbeit. Also mein Punkt war das. Wenn ich traurig werde, wenn eine junge Mensch sehe, die sagt, ja, morgen werde ich hingerichtet, dann alle Menschen werden traurig. Dann haben wir das gemacht und Millionen haben uns geholfen, per, ich weiß, Unterschrift und alles. Ich möchte nur kurz auch sagen, zum Beispiel Navid Afkari wurde sehr viel bekannt, weil vorher haben wir sehr viel gearbeitet. Durch diese Arbeit Menschen sind aufmerksam. Michael weiß schon, wir haben Nazanin Fatehi gerettet. Und du weißt schon, mit Nazanin Afshinjab, eine Schönheitskönigin. Und wirklich, Nazanin jetzt ist schon verheiratet im Iran, hat Kinder. Wir haben Nazanin gerettet.
Und das ist also, ich denke, sehr, sehr interessante Arbeit und hat uns auch sehr viel geholfen. Ich finde einen wichtigen Satz, man muss diesen Delinquenten, diesen Menschen ein Gesicht geben. Sonst bleiben die Zahlen abstrakt. Ich muss sagen, Amnesty International macht das, auch Gefangene sind immer Menschen konkret. Das ist wichtig. Und zum Zweiten, du schilderst sozusagen unter der permanenten Bedrohung, morgen, übermorgen, einer Woche kann mein Leben ein Ende finden. Das ist ja eine permanente, kaum vorstellbare Pein und Bedrohung. In den USA sitzen Menschen 20, 22 Jahre im Gefängnis, bevor sie hingerichtet wird. Also selbst das verstößt nach unseren rechtsstaatlichen Vorstellungen, ist ja eine Doppelbestrafung. Erst eine lebenslange Strafe und dann kommt die Hinrichtung. Auch das ist ein Punkt, dass man gewisserweise durch aufklärerische, durch Informationsarbeit machen kann, aber das Persönliche, ich sage das Empathische, das Persönliche für das Thema, das erreicht man immer, wenn man von den Zahlen, von dem strukturellen politischen Problem zu den direkten, persönlichen, zum Gesicht kommt. Gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Arbeit vor Ort, ja. Egal ob sie in einer Gruppe passieren oder ob man aufklärerisch arbeitet. Und Michael hat es angesprochen, es war ein Grund, dass ich in dieser Buchdramaturgie ständig auch Menschen mit Namen, mit Gesicht hineingeholt haben, die hier zu Wort kommen. Diese Praktik, dass die Leute dort 20 Jahre sitzen und dann möglicherweise in den Todestrakt geführt werden und vielleicht nochmal Aufschub bekommen durch irgendein Gouverneursurteil, hat sogar der algerische Henker als inhuman bezeichnet. Das finde ich eine besonders bemerkenswerte Stelle im Buch. Also ja, Michael, möchtest du auch nochmal? Diese Geschichte von Nazanin Fatehi, die war wirklich beeindruckend. Es war auch eine unserer ersten gemeinsamen Kooperationen gewesen zwischen Giordano-Bruno-Stiftung und MINA. Damals gab es noch gar nicht den Zentral der Ex-Muslime. Dazu gibt es noch einen Film, ich weiß gar nicht, ob der noch im Internet zugänglich ist, die Geschichte der beiden Nazanins. Denn das eine ist eben Nazanin Fatehi, die verurteilt wurde, weil sie vergewaltigt wurde und sich bei der Vergewaltigung gewehrt hat. Mhm. Und das andere war Nazanin Afzinjan, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, richtig, ja. Ja. Die eine Schönheitskönigin war, bei der Miss World Wettbewerb mitgewirkt hat und relativ weit gekommen ist. Und das war natürlich eine ganz, ganz großartige Geschichte, die man so schwer wiederholen konnte, weil du zusammen mit Nazanin, ihr wart bei der UN gewesen, ihr habt überall gesprochen und es ist ja nicht nur, dass wir es geschafft haben, mit dieser Aktion Nazanin Fatehi zu retten vor der Todesstrafe, sondern wir haben auch noch das Geld gesammelt dafür, das sogenannte Blutgeld, dass sie freikommen konnte. Das ist eine Geschichte, die unglaublich berührend war. Ich weiß, wir haben in Frankfurt die Veranstaltung gemacht zur Freiheit von Nazanin und ich habe mir vorher wirklich vorgenommen, nicht zu heulen bei diesem Film. Ich habe mir vorher fünfmal angeguckt, dass ich dachte, jetzt bin ich aber nun wirklich durch, jetzt passiert nichts mehr, ich gehe auf die Bühne und fange an zu flennen wie ein kleines Kind. Es ist wirklich beeindruckend und ich muss sagen, dass du das durchgehalten hast, Mina, über die vielen Jahre mit den Todeskandidaten bis zum Schluss zu reden und diese ganzen Kampagnen zu starten, obwohl das eben häufig nicht so, in der Regel nicht so toll endet wie bei Nazanin. Das ist etwas Unglaubliches, was Heroisches. Dafür habe ich wirklich den allergrößten Respekt. Ja. Danke, darf ich etwas kurz, also was wir noch gemacht haben, das war so, also im Iran oder Länder so wie Iran, wenn eine Regierung politisch aktive Personen hinrichtet, dann alle Menschen haben Sympathie und sie denken, das ist nicht okay. Aber wenn eine Regierung behauptet, diejenige ist homosexuell oder ist zum Beispiel eine Frau, die irgendetwas gemacht hat oder besonders also ihren Mann umgebracht hat, durch irgendein Problem,
dann ist eine sehr große Sache. Also was wir noch gemacht haben, das war so, wir haben versucht, Frauen helfen, Homosexuellen helfen oder Kinder. Und ich denke, vielleicht für euch ist interessant, im Iran jetzt gibt es eine Kultur, fast alle Parteien sind gegen Todesstrafe. Von Monarchisten bis andere. Das ist eine Schande, wenn einer sagt, Todesstrafe ist gut. Weil wir haben schon seit 40 Jahren mit diesem Problem zu tun gehabt und immer wieder, es gab Diskussionen, es gab alles. Und ich denke wirklich, auf dieser Ebene habe ich auch sehr viel, Gott sei Dank, erreicht, dass die alle Parteien jetzt gegen Todesstrafe sind und zum Beispiel verschiedene Organisationen, Arbeiterorganisationen, Bewegungen im Iran, Studentinnen, Frauenrechtlerinnen im Iran, alle sind gegen Todesstrafe. Und ich denke, das ist sehr, sehr gut. Wir haben bestimmt sehr viele Menschen gerettet, aber auch sehr viele haben wir nicht gerettet. Aber wir haben einen Punkt erreicht. In Irans Zukunft, es gibt keine Todesstrafe, auf meiner Sicht. Und das ist auch sehr interessant. Finde ich einen interessanten Aspekt, den du hier gerade nennst. Wenn man sieht, auch in den USA gibt es viele Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Rechtsanwälte, viele Initiativen gegen die Todesstrafe. Aber sie haben es nicht geschafft, in die politischen Entscheidungsträger hineinzuwirken. Sehr interessant. Nach deiner Schilderung ist bei dir in die politischen Parteien, in der politischen Klasse, mittlerweile ist man gegen die Todesstrafe. Selbst in den USA ist bei den Demokraten, siehe Obama und andere, kommen nicht dazu, die Todesstrafen abzuschaffen. In einigen Bundesländern, US-Bundesstaaten, geschieht das. Da geht es in die politische Klasse hinein, aber auf der Bundesebene, was die Präsidenten angeht, sehr, sehr schwierig. Sehr interessanter Aspekt. Also in den USA ist es ja so, dass es Staaten gibt, wo man gar nicht antreten sollte als Politiker, wenn man sich sozusagen für die Abschaffung ausspricht. Würdest du sagen, dass wenn man eine freie Befragung des iranischen Volkes machen würde, die Mehrheit für die Abschaffung stimmen würde? Also es gibt jetzt eine in Holland eine Situation und hat, ich denke, 50.000 oder mehr im Iran von Menschen, die im Iran leben, gefragt, ob vor oder gegen Todesstrafe sind. Vor einer Woche hat veröffentlicht, 70% sind gegen Todesstrafe. Das finde ich sehr interessant. Ja. Vor ungefähr also ein oder zwei Monate, es gab auch also in Twitter, Menschen haben eine Aktion eingefangen, Nein zur Todesstrafe, und Millionen haben mitgemacht. Das heißt, irgendwie ist angekommen, weil, das ist sehr wichtig, jede Familie hat das erlebt. Entweder ein Familienmitglied war politisch aktiv oder also verschiedene Sachen. Und dann haben wir schon gesehen, was bedeutet Todesstrafe. Ich denke, das ist ein Teil. Und andere Teil ist eine politische Bewegung gegen islamische Regime. Todesstrafe, gegen Todesstrafe sein. Und genau deswegen 70% ist sehr interessant. Ja, weil wir vor der Sendung diskutiert haben, dass wir nicht sicher wären, wenn wir jetzt hier eine Befragung machen würden, ob es eigentlich eine Mehrheit gäbe, die sich dagegen oder dafür, oder vielleicht doch eine knappe Mehrheit geben würde, die sich dafür ausspräche. Also da bin ich ein bisschen optimistischer. Ich glaube, das sind wir in hierzulande, gibt es eine Mehrheit gegen die Todesstrafe. Aber wir wissen, temporär und regional, wenn irgendwelche Straftaten passieren, gerade in der letzten Vergangenheit, mit Hintergründen, die man emotionalisieren kann. Die werden ausgenutzt, und wenn man da eine Volksbefragung machen würde, dann wäre ich mir in der Tat nicht so sicher. Umso wichtiger ist es, dass wir solche Formate, wie wir sie gerade haben, dass wir uns engagieren, wie Nina das in Köln macht mit ihren Gruppen, dass die Giordano-Stiftung das als Thema auch wahrnimmt und sieht, dass es Zusammenhänge gibt, dass wir uns als Menschenrechtsorganisation im breiten Sinne auch verstehen, dass vielleicht so Bücher dazu beitragen können, wenn nicht hier, dann gerne in der Türkei, wo das in den nächsten Wochen diskutiert wird. Ich würde gerne zum Schluss kommen und eine Schlussfrage an euch alle stellen. Es warten derzeit circa
19.000 Menschen, zum Tode verurteilte Menschen auf ihre Hinrichtung weltweit in Todestrakten. Würdet ihr einen Ausblick wagen, ob die Todesstrafe jemals weltweit abgeschafft sein wird? Ich fange mal hier an. Bitte eine kurze Antwort. Als Beiratsmitglied der Giordano-Stiftung, Gott verschwindet, an seine Stelle tritt der Mensch, die Obrigkeit, die Macht, die Justiz, der Staat. Und solange das so ist, wird es hoffentlich in viel geringerer Zahl weiterhin Hinrichtungen und Todesurteile geben, was Grund genug ist, sich dagegen zu wehren, dagegen anzugehen. Aber ich habe eher ein pessimistisches Welt- und Menschenbild. Okay. Nina? Also ich habe sehr viel Hoffnung und ich habe schon in meiner Arbeit gesehen, man muss Menschen weltweit also irgendwie ernst nehmen. Und ich denke, jeder Mensch hat ein Herz. Unser Problem ist Politiker und Politik allgemein. Aber trotzdem, ich habe Hoffnung und ich denke, wir können schon irgendwann eine Welt haben ohne Todesstrafe. Was sagt Michael? Naja, als Humanisten glauben wir ja an den Menschen, das heißt an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Und wenn wir uns wirklich weiterentwickeln sollten, worauf ich hoffe, dann wird die Todesstrafe als ein wirkliches Relikt der Barbarei überwunden sein. Und ich glaube, dass auch künftige Generationen mit ziemlich viel Abscheu auf das schauen, was in einigen Ländern der Welt heute noch passiert. Also 2-1, ein optimistisches Ende. 2 haben Hoffnung. Ich bin da eher der Misanthrop, habe nicht so die große Hoffnung. Aber werde mich und wir 3 und viele andere, die uns vielleicht heute zuschauen und uns verfolgen, werden uns dabei unterstützen, dass das, was ihr euch wünscht, auch möglichst rasch Realität und Wirklichkeit wird. Ja, ich schließe mich an. Bevor wir uns jetzt ganz verabschieden, möchte ich noch hinweisen, dass man auf den Internetseiten von Amnesty International sehr viel detaillierte Informationen zu den einzelnen Ländern und Zahlen, die wir heute Abend genannt haben, findet. Also auf jeden Fall nochmal in Ruhe nachlesen kann. Außerdem nochmal der Hinweis auf Helmut Ortners neues Buch zum Thema Ohne Gnade, eine Geschichte der Todesstrafe zu erhalten, natürlich beim Buchhändler eures Vertrauens. Ja, und dann bleibt mir nur noch einen großen Dank auszusprechen an Helmut Ortner, an Mina Ahadi und Michael Schmidt-Salomon, an die Giordano-Bruno-Stiftung und hier natürlich an die Technik, Kamera, Aufnahmeleitung und Regie, ganz speziell an Ricarda Hinz, an das virtuelle Studio VR3 in Düsseldorf und natürlich an alle, die uns jetzt live vor ihren Rechnern zugeschaut haben. Wir hoffen, dass wir euch inspiriert haben und angeregt zur Diskussion und auch zum weiter aktiv bleiben. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Danke. Ja.